Hallo und herzlich willkommen im Gesprächsraum, wie man sieht. Nein, bei Two Guys One Up mit einem Spiel, was niemals erschienen ist. Genau, die Standbilder sind für einige Fans der mittlerweile als Serie etablierten Reihe, die wissen natürlich sofort, wo wir uns gerade befinden. Wir befinden uns auf dem Game Boy Color. Wir verraten aber noch nicht, welches Spiel es genau ist, sondern lassen es einfach die legendäre einzige Sprachausgabe dem Spiel verraten, nämlich Kunstpause, 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 Kunstpause. Ja, ihr habt es erkannt, dass der typische Sprecher, ich glaube, selbst ich könnte ihn jetzt besser nachmachen, wie er nämlich damals auf der PlayStation 1 lautet. Ich glaube, da ging es so: Resident Evil. Keine Ahnung, ob das jetzt gut klingt. Wir haben euch die Standbilder vorgespielt. Ich spiele es einfach nochmal für euch. Lieber nicht. Genau, wenn ich glaube, dass es dieses Spiel wirklich gibt. Und wir spielen es jetzt einfach mal. Wir haben uns für Milliarden haben wir die einzige Cartridge ersteigert. Auf eBay USA, nein, Genau. eBay Singapur. Ja. Und ja, wir wollen jetzt dieses Spiel spielen, es mit euch teilen. Wir sind natürlich ein bisschen unschlüssig, weil natürlich sagt ihr jetzt alle, ja, aber was ist denn jetzt eigentlich eure Linie? Wollt ihr Scheißspiele spielen oder wollt ihr uns einfach nur beleidigen oder sowas? Also wichtig ist, dass wir euch beleidigen können, aber wir müssen nicht zwingend Scheißspiele spielen, sondern wir können auch solche Spiele spielen. Wir wissen nicht, ob So das Scheiße ein ist. bisschen Sachen, ich würde fast sagen, die in die Kategorie kurios fallen. Das ist definitiv kurios, weil auch sehr ambitioniert, denn man hat tatsächlich versucht, den PlayStation, das Original, auf den Game Boy zu portieren und tatsächlich nicht jetzt irgendwie einen Side-Scroller draus zu machen, wie man das ja sonst so erkennt, sondern tatsächlich die dritte Dimension einzuhalten, und das auf den Game Boy Color, zu packen. Das ist schon auf jeden Fall sehr ambitioniert. Wie heißen eigentlich die Jungs, lieber Recherche-Guy, der alle Facts hat, die das gemacht haben? Die Jungs heißen Hot Gen Studios. Die wurden damit 1999 beauftragt vom Capcom, haben dann im Jahr 2000, also nur innerhalb eines Jahres, scheint irgendwie ganz, ganz gut gelaufen zu sein, halt eine Cartridge eingereicht bei Capcom. Und Capcom hat dann gesagt, das machen wir nicht, weil wir glauben nicht, dass sowohl die Fans als auch wir irgendwie zufrieden mit dem Ding sind. Ja, also keine Ahnung warum. Das Spiel ist ja auch nur zu 90% fertig. Wir kriegen es also heute nicht durch. Wahrscheinlich der Kampf mit dem Tyrant auf dem Hochhaus, das wird wahrscheinlich nicht, werden wir wahrscheinlich nicht mehr hören. Aber die Fans der Serie, zu denen gehöre ich ja auch, die erkennen diese Eingangsszene. Und das ist tatsächlich ja genau wie in dem Originalspiel. Also mit Wesker und Barry und Jill. Und ich habe jetzt mal Jill genommen, wie immer. Ah, bleiben wir unseren den Chicks wie immer treu. Und außerdem, das hatten wir auch schon letztens mal angedeutet, nämlich in unserem Castlevania-Anspiel-Session, ist es mit dem Mädel ein bisschen leichter. Die hat A, das größere Inventar und B, hat die von Anfang an eine Knarre dabei. Das hat der gute Chris Redfield, den man hier auch auswählen kann. Das hat der nicht. Und wir müssen sagen, wir waren sehr betroffen, als wir das Ja. gespielt haben. Wir haben mal den Chris, wir zeigen euch das mal hier an der Stelle hier. Wir haben den Chris ausgewählt und wollten halt auch mal zeigen, wir sind die Hardcore-Gamer. Gleichberechtigung, auch Männer können coole Spiele spielen. Haben den dann ausgewählt, haben das Messer ausgewählt und dann macht er so eine Geschichten. Also das ist ein bisschen, also wie du schon sagtest, in Zeiten von Pegida irgendwie kritisch, dann hier den Zombie-Führer zu nehmen, sage ich Genau, mal. und also wir waren wirklich sehr betroffen und da an der Stelle haben wir dann auch einmal uns gedacht, das können wir so nicht machen. Spielen wir die Dame mit den Brüsten. Die Dame mit den Brüsten. Ja, legendäre Szene. Ich liebe diese Szene, weil jeder, der Resident Evil kennt, hat eigentlich mal diesen Spruch von Barry im Kopf, wo er sagt: Hope this is not Chris's blood. A dining room. What? What is this? What is it? Blood. Jill, see if you can find any other clues. I'll be examining this. Hope this is not Chris's blood. Wahrscheinlich kriegst du das wieder mit deiner technischen Genialität hin, das Original runterzuschneiden. Und das ist auch geil. Schön an der Steuerung hier auf dem Gameboy ist tatsächlich dieses, du musst die Figur erstmal drehen. Und dann musst du immer, also nach oben drücken ist immer geradeaus laufen. Das heißt, du musst die Figur wirklich immer erst drehen und dann ist das geradeaus laufen, was geradeaus laufen ist. Ihr wisst, was ich meine. Man muss da ja auch zu erwähnen, die PlayStation hatte an sich vier Basisknöpfe, ein Digipad und noch L- und R-Buttons. Ja. Beim Game Boy Color muss man aufkommen mit einem Digipad und zwei Knöpfen.
Also das hier drauf zu bringen, ist schon eine Leistung irgendwie. Ja, und es funktioniert tatsächlich. Und wir haben sogar den Ladebildschirm in Form von Türen. Ganz interessant, wie gesagt, ihr kennt die Umgebung, das ist typisch, ich weiß, alle sagen, jetzt geh doch nicht da lang, da ist doch nichts, ich weiß, dass da nichts ist, da kommt der später, gibt es einer meiner Lieblings-Videospiel-Momente, wo man nämlich hier rauskommt, nachdem man, glaube ich, drüben dieses Gemüsewächshaus da platt gemacht hat und das erste Mal diese Hunter kommen, diese grünen Viecher, und dann laufe ich hier diese Stelle runter und diese Hunter kommen so um die Ecke mir hinterher, und das war einer der geilsten Momente für mich in der Videospielgeschichte, für mich so persönlich wahrgenommen. Das heißt, du bist nicht der Mainstream Resident Evil Spieler, der so, oh, als der Hund durch das Fenster gesprungen ist. Nee, sondern das war einfach so geil, dieses, ich renne auf die Kamera zu und im Hintergrund kommen diese Viecher mir hinterher. Das sah wie so aus so einem Film halt aus, und das hat funktioniert. So, natürlich muss man sagen, Jill Valentine sieht aus wie so eine DDR-Olympioniken. Hat auch so ein bisschen das Joker-Lächeln, finde ich. Du siehst da, wo ist denn eigentlich ihr Lächeln? Ja, das Blaue. Nee, ich glaube, das ist ihr Kinn. Ja, es ach, wird stimmt, wahrscheinlich nicht, aber... Ja, stimmt, so, wenn man das jetzt so als Gesamtgesicht, dann sieht sie eher aus wie von hier, Monkey Island, so der Gegenspieler von Guybrush. So aber Boobs, aber jetzt mach mal was hier. Nee, ich finde das ganz gut schon so. Ich finde ihre lasziv, wie sie die Hand dann ihre Hüfte stemmt. Und die Frage ist, ist das jetzt ein Camel Toe oder was ist das da unten? Oder ist es nicht vielleicht doch, das große Geheimnis wurde gelüftet, Jill hat ein... Jill ist John. Ben. Genau. So, jetzt aber lüfte ich das Geheimnis. Was passiert, wenn man hier wohl um diese Ecke kommt? Ich glaube, ich mache Folgendes vorher. Ich wechsle mal den Inventarscreen. Ja, den gibt es ja auch. Und man muss auch wieder einmal seine Waffe auswählen. Warte mal, ich muss mal ganz kurz versuchen, ob wir auch hier betroffen sein müssen, wenn ich Jill das Messer auswählen lasse. Ich wechsle mal ganz kurz. Also man muss ja vorher B drücken. Dann geht sie in Position und dann kann man A drücken. Ich glaube, das. Wenn du es jetzt seitlich machst. Ja, dann, ich weiß nicht, ob wir dann auch. Ja, wir sind betroffen. Und deswegen, Pistolen, das ist übrigens der Pausenbildschirm, Pistolen sind eine Lösung, denn es ist einfach unverfänglicher. So, aber jetzt, alle denken sich schon, warum macht er das nicht? Übrigens, wenn wenn ihr diese Zahlen da unten seht, das ist nicht etwa parallel Schiffe versenken oder sowas, sondern das ist tatsächlich diese Entwicklerversion, die hat das nach unten angezeigt. Das ist, immer wenn ich irgendeine Taste drücke, meine Relation zur Umgebung. Also das wäre wahrscheinlich dann hoffentlich im fertigen Spiel nicht so geschehen. Man hört auch übrigens den Sound, der ist sehr schön. So, diese Szene kennt man. Man kennt sie aus dem Film ein bisschen anders. Aber... Genau derselbe Schocker, und ich mache natürlich genau den Atzentrick. Ich renne erstmal weg. Witzigerweise, wir haben das eben mal einmal versucht anzuspielen. Der Zombie kommt nicht hinterher. Ich kann jetzt mir also richtig schön viel Zeit lassen und gehe jetzt mal zurück. Und jetzt müsste er eigentlich gleich um die Ecke kommen. Und ihr habt Angst, ich sehe das. Sieht ein bisschen witzig aus und er kann sich auch nicht weiter bewegen. Ja. Das ist auch schön. Ist daher, natürlich die Frage, hätte sich das noch von selbst behoben, wäre das Spiel tatsächlich rausgekommen? Oder ist es einfach ein bisschen, buggy kann man es noch nicht mal nennen. Also es ist schon auch buggy, weil nicht, ich meine, das ist umfällt. Ja, er kniet ja eher, also das ist ja eher bereit für, sag ich mal, wir haben es ja herausgefunden, es ist ja John und John ist halt eher so der Nekrophile. Ganz wichtig, klar, wir müssen Kenneth von den Stars untersuchen, natürlich, der hat zwei Magazine da liegen, jeder weiß es, jetzt muss ich ihn nur noch mal angucken. Nicht erschießen? Na komm, du Bastard. Ja, also auch in der Gameboy-Variante haben wir die Tank-Controls, so wie sie ja liebevoll von den Fans genannt werden. Tank-Control? Ach, so nennt sich das, ja? Dass sie sich quasi wie ein Panzer... Irgendwie macht sie aber nicht das, was sie soll. Sie soll eigentlich... Was ja auch noch im neuen Remake der Fall ist. Das hat ja der liebe Alexander vorgespielt. Ja, stimmt. Jetzt. Und war nicht so begeistert. Ja, gut. Aber er ist halt auch eine Flasche. Würde ich an der Stelle auch sagen, man sollte Leute zwar nicht beleidigen, die sich nicht wehren können, aber selbst wenn er hier säße, könnte er sich ja ebenfalls nicht wehren. Lieben Gruß an Alex. Und jetzt natürlich, das wollen wir auch noch sehen, schade, dass man nicht sieht, wie der Kopf abgetrennt liegt. Aber das ist Kenneth von den Stars. Tut mir leid, Kenneth, aber du hast ja hier Gesellschaft. Viel Spaß euch beiden. Und jetzt geht's wieder zurück. Und jetzt kommt natürlich eine weitere legendäre Szene. Barry rettet uns den Arsch. Weil natürlich... Die Frauen können sich nicht wehren, die Frauen der Neuzeit. Wie gesagt, ich finde, das Spiel greift auf jeden Fall sehr gut das auf, was im Original wirklich passiert ist. Also du hast wirklich diese Szenen, wie sie halt im Original sind. Die Musik natürlich gar nicht. Ich weiß nicht, was diese Musik soll. Das ist so eine typische, generische, ich laufe durch eine dunkle Höhle und Fledermäuse kommen. Aber kein Resident Evil Sound. Und vor allem auch so...
Also manchmal ja wirklich Tonfehler noch drin, die so Ja. richtig krächzen. Ja, mein Gott, also es ist halt wirklich. Also wir haben mal geguckt, wir haben uns natürlich diese ROM runtergeladen. Fun Fact, einer der Entwickler von diesen guten, wie hießen sie, Hot Gen Studios, hat die ROMs, also es gibt zwei Versionen der ROM, eine noch unfertigere und diese hier. Und hat diese ROMs für 2000 US-Dollar an eine Website verkauft, wo diese Website, sie heißt Assemble Games, Genau. die haben zusammen mit ihrer Community halt das Geld gesammelt, um dieses Spiel hier auftreiben zu können. Und dadurch ist es jetzt im Internet verfügbar und kann auch von uns gespielt werden. Und das finde ich sehr schön. Also mittlerweile gibt es die Seite Assembler Games nicht mehr. Also das zu finden, das war ziemlich schwierig. So, warte mal, jetzt war das noch mit diesen Emblemen, ne? Die konnte ich mir doch eins nehmen. Das Emblem, jetzt hat sie wieder ihre komische Und worauf Halter. ich eigentlich nur hinaus wollte, diese ROM, und das ist dann ja wahrscheinlich vergleichbar mit dem Gameboy-Modul, ist ganze 1,3 Megabyte groß. Das heißt, dieses Spiel hier passt theoretisch auf eine Diskette. Und Stimmt. da kann man vielleicht auch mal den Sound ein bisschen verzeihen. Da hast du recht. So, jetzt gucken wir mal. Aber auch, dass sie das mit den Türen gemacht haben, wunderbar. Ich weiß, dass eigentlich hier das andere Emblem auch hier irgendwo in der Nähe war. Egal, ich hab's vergessen. Wesker ist jetzt natürlich weg. Für alle, die Wesker nicht kennen. Ich verrate es jetzt auch nicht, weil es gibt ja immer noch so eine Leute, die dieses Spiel noch nicht gespielt haben. Ihr werdet es rausfinden. Barry ist halt eigentlich mal so der, der euch den Arsch rettet. Und eigentlich würdet ihr am liebsten Barry die ganze Zeit im Spiel umbringen, um seine Waffe zu bekommen, weil er hat halt diese geile Magnum, während halt Jill diese scheiß Beretta hat. Was man hier zum Glück nicht so richtig sieht. Das ist wohl wahr, das stimmt. So. Ich mache übrigens gar nichts, das macht sie gerade automatisch. Das ist ihre Art, Sachen zu untersuchen. So. Wesker. Was Hast du eigentlich ist? mal Resident Evil gespielt? Ich hab's Du glänzt nämlich gerade wieder durch lustigerweise. nicht eigene Geschichten. Ich hab's lustigerweise mal als Kind, da war ich so, keine Ahnung, 12, 13, war Ja. ich bei einem Kumpel und dessen älterer Bruder hat uns dann lachend in sein Zimmer geführt, weil er meinte so, ich zeig euch mal was, und er fand das Haha. so witzig, dass er uns jetzt dieses ultra brutale, ultra gruselige Spiel zeigen wird, diesen kleinen beiden Kindern, dass er sich, glaube ich, wie der König der Welt gefühlt hat. Und ich habe es dann mal bei dem gleichen Kumpel, als wir selbst schon älter waren, auf dem GameCube ein bisschen mitgespielt, aber richtig durch habe ich es noch nie Das ist gespielt. schade, weil es ist eines meiner ersten Spiele, glaube ich, die ich mal so richtig durchgespielt habe. Ich kann mich nur daran erinnern, da hat's mein Vater hat sich das damals geholt. Und mein Vater war damals, also der ist ja so ein Technikfreak gewesen, hat dann die PlayStation dann gehabt und meinte dann, er will das jetzt spielen, aber hat es natürlich nie hinbekommen. Also musste ich das immer spielen. Dann saß ich da, glaube ich, mit, weiß nicht, 12, 13. Und dann kam dieser Tyrant da auf diesem Hochhaus. Also ich weiß noch, wie heute, wie ich froh war, dass ich den dann endlich besiegt habe mit diesem scheiß Raketenwerfer. Das sind schon geile Videospielerfahrungen, aber klar, das ist halt noch unsere Generation. Viele Leute, wenn die das jetzt spielen würden, denken sich, okay, das ist ziemlich scheiße. Ich muss ja sagen, das Remake macht da noch ein paar hübsche Sachen dazu, die das Spiel tatsächlich noch ein bisschen veredeln, muss ich sagen. Also ich finde das Remake besser als das Original, weil es halt noch ganz coole Ideen hat mit dem. Aber das verrate ich jetzt nicht, das werdet ihr dann auch mal sehen. Genau, ich glaube, die konnte ich damals verschieben. Also sieht man das hier auch kann. Sicher, dass man das von Anfang an kann? Muss man nicht erst so einen Schrank von irgendwo? Nee, ich weiß auch nicht mehr. Ich weiß es auch nicht Ich mehr. glaube, die, ja genau, Ah, diese Kiste, ja, und damit du stimmt. da oben Ah, rankommst. verdammt. Ja, da ist dann doch wieder. Was es in diesem Spiel übrigens nicht mehr gibt, sind die Speicherbänder für die Schreibmaschinen. Das heißt, dieses Game Boy Color Spiel war an sich schon fortschrittlicher als jetzt wieder das Remake des Remakes. Wenn man so will. Man will natürlich auch immer beim Original irgendwie bleiben als Fan, aber hier wollten sie tatsächlich die Schreibmaschinen durch herkömmliche generische Speicherpunkte ersetzen, für die Ah. man aber nichts einsammeln muss und Ah, es das ist quasi so gut. oft Hätten wir eigentlich speichern gleich mal können. ausprobieren können, weil da war ja in der Halle ist ja immer die eine. Aber jetzt will ich doch erstmal wissen, das ist jetzt, glaube ich, auch vielleicht sogar eine Möglichkeit, das Video da zu beenden, weil das ist die größte Quest. Wie kriegt John seinen goldenen Dildo daraus? Weil was anderes kann das da oben nicht sein. Aber ich würde dieses Teil auch gerne mal bewegen können. Der das Spiel erklärt mir jetzt nicht besonders viel. Dann gucken wir mal, ob man es vielleicht sogar hier von da schon. Müsste eigentlich von hinten, Ja. wie es John halt gerne hat, Genau. müsste man das irgendwie Ja, wir verschieben sind können. vorpubertär, könnt ihr gleich wieder schreiben. Ah ja, Aha. okay. So macht man das also. Man kennt das. Also ich hatte das anders in Erinnerung, wenn ich das damals gelöst habe. Eine sehr schöne Animation auch. Aber gut, was soll die Dame auch machen? So. Und klar, we'll take the map. Ja. Sieht ja auch aus wie da oben auf dem Ding. Eben. Dieses,
sieht aus wie so ein türkisblaues Reinigungstuch, was beim neuen Fernseher dabei ist, genau, beim Einkauf. Eben war es noch golden. So, jetzt gucken wir mal. Müsst ihr jetzt nicht gleich... Ah, jetzt kommt gleich wieder ein Bastard. Ja, aber jetzt kommt gleich ein Bastard. Der doch auf dem Boden liegt und sich dann bewegt. Nee, jetzt kommt er um die Ecke. Ist ein wunderschöner Gang hier. Und? Und? Was macht Gabi erstmal? Na? Das ist natürlich fantastisch. Das ist ein netter Zombie. Das ist ein Vorteil, dadurch, dass die halt aber sich nicht so bewegen können. Dass sie einfach nur eine sehr eingeschränkte... Ah, okay, normalerweise lag der doch dann, hat sich dann bewegt. Ja, das ging vielleicht. Ah! Inkrimen. Ah, vielleicht haben sie es nur geplant, aber nicht durchgezogen. Ja, und da ist wieder einmal Robert Buch. Robert, das ist so, ich muss mal. Das ist nicht mein Zitat, das hat Humphrey Bogart gesagt. Der meinte: widersprich niemals einer Frau. Warte einfach, bis sie es selbst tut. Und das hast du wieder eindrucksvoll bewiesen. Ja gut, aber was soll man tun, wenn man auch so Wikis hört, die man durchliest? Ja, aber dann macht man sich dieses Wissen nicht zu eigen, lieber Robert Buch. Ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt mit euch das Spiel durchspielen soll. Ich kann es eh nur bis zu 90%. Das ist... Und die haben wir erfasst. Von daher könnten wir auch schon jetzt aufhören. Eigentlich schon, ne? Aber ich will jetzt auch einmal wissen, was hier hinter dem Vorhang ist. Jetzt kommt nämlich, glaube ich, die geile Stelle mit dem Fenster. Vielleicht können wir ja den Leuten noch diesen Schocker geben. Ich meine, jetzt kommt er doch. Jetzt müsste er entweder jetzt oder als nächstes. Ich glaube auch. Jetzt hier. Erst auf dem Rückweg? Nee, ich glaube auf dem Hinweg und dann, wenn man weggelaufen ist. Jetzt eigentlich. Oder auch nicht. Ah, bin ich schlecht. Aber, mal gucken, was jetzt kommt. Das ist eine sehr schöne Perspektive. Was ist das? Man denkt, das ist ein Hund, oder? Der da liegt. Yep. Jetzt hat er eine Schnauze bekommen gerade. Jetzt ist die oder, Schnauze. Oder jetzt hat das er ist der Johnny. Dann zeigt sie mal, was sie kann. Das sieht wirklich sehr witzig aus. Oder ist eine Pflanze. Ja, ja, ein rotes Kraut. Wir wissen es ja, wir können es kombinieren mit... Aber ich glaube, ich habe jetzt schon ein volles Item. Nee, eigentlich könnte ich es aufheben. Ja, komm. Heb's auf. Heb's auf. Hübs auf, Jill. Hübs auf. Gut, mit diesem vergeblichen Versuch, rotes Kraut aufzuheben, verabschieden wir uns. So wie unsere meisten Videos enden. Ja, wir dürfen ja eh nie so weit kommen. Weil das ja sonst zeigen würde, wir hätten Ahnung von dem Spiel. Haben wir natürlich nicht. Ich finde es gut, dass wir diesmal ein Spiel haben, was quasi ein durchgehendes Level ist. Weil so können wir diesmal nicht zugeben, dass wir das erste Level nicht schaffen. Weil wir können es gar nicht schaffen, weil es nie endet. In diesem Sinne, mit diesen schönen Türen wünschen wir euch, was wünschen wir euch? Wir wissen ja nicht, wann das hier gesendet wird. Ein paar schöne Tage, bis wir wieder da sind. Genau, mit dieser hübschen Jill und dem Johnny, der da rauslugen möchte und dem lasziven sich in die Hüften stützen, verabschieden sich wieder einmal die Two Guys One Up.